DatenschützerInnen der Initiative Epicenter Works demonstrieren vor dem Wiener Heldentor. Sie befürchten eine Novelle der StVO, die die Videoüberwachung von Innenstädten möglich machen soll. Die Stadt Wien fordert diese Novelle ja offensiv ein, um eine verkehrsberuhigte bzw. autofreie Innenstadt zu ermöglichen. Bei allen Grundrechtseingriffen ist es immer so, dass der Staat sich rechtfertigen muss, wieso das verhältnismäßig ist. Und es gibt hier gelindere Mittel. Und da wird ganz klar, dass man mit viel weniger Geld viel mehr Verkehrsberuhigung hinbekommt, komplett ohne Kameras, indem man einfach bauliche Maßnahmen setzt und vor allem die Parkplätze in der inneren Stadt reduziert. Die Überwachung der Ein- und Ausfahrten in die innere Stadt wäre besonders heikel. Schließlich könnte die Polizei in Echtzeit darauf zugreifen, insbesondere bei Demonstrationen. Ähnliche Projekte in anderen Ländern hätten sich nicht bewährt. Dort ist es so, dass wir zig Fälle haben, wo die Polizei illegalerweise auf diese Daten zugegriffen hat. Es gibt einen aktiven Rechtsstreit in Italien mit der Datenschutzbehörde. Und trotzdem glaubt man, dass man sich jetzt genau dieses Modell nach Österreich importieren könnte, komplett ohne Probleme zu schaffen. Man darf nicht vergessen, hier passieren die meisten Demonstrationen in Wien. Und es gibt einfach eine Versammlungsfreiheit. Und es macht etwas mit Menschen, wenn sie auf Schritt und Tritt in ihrem Alltag überwacht werden. Die nächste Sitzung zum Wiener City-Verkehrskonzept soll übrigens Mitte Februar stattfinden. Ob es dann eine endgültige Entscheidung zum Thema Videoüberwachung für verkehrsberuhigende Maßnahmen geben wird, ist noch nicht abzusehen.